Also, wir waren klinisch tot und ja, also die Situationen, die dazu die Tore geführt haben, ich habe sie nicht 1:1 realisieren können, aber es war mehr Glück als sonstiges im Spiel, weil wir waren mit dem Spiel mit Sicherheit nicht gut im Spiel. Und wenn Haßmann weitergekommen wäre, wäre es in der Summe absolut verdient gewesen. Wir hatten kein Konzept, wir hatten keine gute Lösungen und die Mannschaft hat super gut gestanden. Die haben tolle Tore gemacht, sowohl das erste als auch das zweite, waren sehenswerte Tore. Bei Martin weiß man das ja, das hat er bei uns auch gemacht, er ist der Standardspezialist. Ich hätte es ihm gegönnt, wobei mir das Herz gebrannt hat, habe ich gerade eben schon zu ihm gesagt, aber wenn wir ausgeschieden hätten, geschieden werden und er wäre der Matchwinner gewesen, hätte ich es ihm irgendwo vom Herzen noch gegönnt. Ja. Aber ich bin natürlich letztendlich froh, dass uns gelungen ist, das Spiel noch zu drehen. Ja. Aber so ein bisschen, ja, so ein bisschen zwiegespalten bist du, ne? Ja, also es ist ja kein Geheimnis, dass ich zu ihm eine ganz besondere Beziehung pflege und die wird auch so bleiben. Vom Menschlichen her ist er mir unheimlich nah. Und er hat ein fantastisches Fußballspiel gemacht. Wir kennen uns ja jetzt schon eine geraume Zeit und ich bin auch sonst menschlich ganz nah an ihm dran. Insofern hätte es mir in der Weise nicht so weh getan, wenn man ausschieden wäre durch das Tor von Martin Dausch, weil ich es ihm mit Sicherheit gegönnt habe. Aber letztendlich bin ich natürlich als Vereinsvorsitzender froh, dass wir die nächste Runde erreicht haben. Ja. Martin, war das jetzt verdient? Ja, verdient glaube ich nicht so, wenn man das 2:1 sieht. Das ist kein Elfmeter, er steht mir einfach auf dem Fuß drauf, nimmt er halt gut an. Beim 2:2, mehr als unglücklich würde ich sagen. Ich glaube, wir haben heute einfach einen brutalen Kampf gemacht. Wir haben heute gefightet und haben alles reingehauen, was wir hatten. Ich glaube, ich habe ab der 70. Minute Krämpfe gehabt in beiden Beinen. Wir sind gerannt wie die Wiesel und haben einfach alles reingehauen. Und von daher tut das jetzt schon richtig weh, dass wir das nicht nach Hause gebracht haben. Ja. Aber ansonsten hast du dich hier sehr gut eingelebt, wie man sieht. Sonst hättest du ja auch nicht so ein wahnsinniges Spiel abliefern können, denke ich. Ne? Ja, man hat ja gesehen, wir haben eine geile Truppe. Es macht Spaß, es ist halt kein Profifußball mehr. Ich hätte eigentlich noch ganz gerne ein Jahr gespielt. Ich hätte noch ganz gerne das eine Jahr Profifußball gehabt, aber es ist mir nicht vergönnt gewesen. Darum war ich heute besonders heiß und wollte zeigen, dass, aber ja, so ist das Leben. Naja, bei uns war es der Spieler des Tages und vielleicht braucht der FC ja jemanden, da wissen sie ja auch, wo sie den finden. Ne? Jörg, du kannst ja vermitteln dann, oder? Ja, also ich muss sagen, wenn es nach mir alleine gegangen wäre, wäre er mit Sicherheit noch bei uns im Vertragsverhältnis. Sein Problem war halt eben die lange Verletzungspause und dann die muskulären Probleme, die dann immer zu Nachfolgeverletzungen geführt haben. Aber er war für uns ein fußballerischer Gewinn. Er war in der ganzen Zeit, als er beim SC Saarbrücken war, ein menschlicher Gewinn. Und das hat jetzt auch Haßmann gemerkt in der kurzen Zeit, dass er hier ist. Ich habe ja viele Rückkopplungen aus dem Verein und aus dem Umfeld. Er ist hier nicht nur angenommen, er ist mehr als anerkannt. Und man hat heute Abend ja auch noch mal deutlich sehen können, welche fußballische Qualität er immer noch hat. Er hatte ja auch die Möglichkeit, in andere Profivereine hätte ja noch landen können. Aber ihm war es jetzt wichtig, die Familie sesshaft zu machen, ins Berufsleben einzusteigen, hat hier eine, denke ich, also ein gutes Umfeld auch gefunden. Und heute Abend, wie gesagt, waren wir nochmal deutlich zu sehen, er ist ein Standardspezialist. Das hat er ja auch in den Zeiten, als er bei uns war, oft genug bewiesen. Und wenn er bei euch Fußballer oder Spieler des Tages gewesen ist, dann mit Sicherheit auch aus meiner Sicht vollkommen zu Recht. Danke dir.